Sie haben ja völlig recht, dass die Menschenrechte dort einen wichtigen Punkt und ein wichtiger Aspekt waren, aber federführend oder maßgeblich war die Nicht-Einmischung. Und das hat man ganz bewusst gemacht in Helsinki, indem man nämlich da definiert hat, indem man gesagt hat, man kann menschenrechtliche Fragen, haben Sie völlig recht, über den Verhandlungsweg lösen, aber ich kann mich nicht an eine Sanktionsentscheidung einer westlichen Regierung erinnern, die nach der Schlussakte von KZE gegen Moskau, gegen andere osteuropäische Staaten verhängt worden sind. Das war die falsche Politik, die man damals nicht wollte und die wir heute machen. Und deswegen hat man damals das richtig gemacht, was man heute falsch macht, Herr Kollege. Nun erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Norbert Röttgen für die CDU-CSU-Fraktion.